So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial von Massport Production. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit Day-Night-Conversion auseinandersetzen. Und ich zeige euch erstmal, was wir erstellen wollen. Das ist das Ergebnis. So soll das nachher aussehen. Mit schönen Reflexionen im Wasser, Mond, Sternenhimmel. Und ich finde, es sieht schon ganz gut aus. Original sah das Ganze so aus. Und für diese Day-Night-Conversion möchte ich euch ein ganz besonderes Plugin empfehlen, besonders weil kostenlos und finde ich für sowas wirklich sehr nützlich, spart sehr viel Zeit und äußerst komfortabel. Das Plugin ist von HitFilms, heißt Init Express 2017. Ist ein Plugin-Set mit über 90 freien Plugins und sind wirklich sehr viele nützliche Plugins dabei. Kann ich nur empfehlen. Läuft nicht nur mit Adobe After Effects, sondern auch mit Premiere oder Final Cut Pro. Noch jede Menge anderen. Catalyst, DaVinci Resolve oder Nuke. Vegas Pro 14, also wirklich sehr empfehlenswert. So, dann legen wir auch gleich mal los. Erstellen uns eine neue Komposition. Dazu ziehe ich hier mein Original Footage auf dieses kleine Feld. Okay. So. Wir gehen dann auf Effekte. Ignite Color Grading Day for Night. Und hier haben wir ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier den Horizont anpassen. So. Hier können wir Dinge, die in der Nähe sind, anpassen. Zum Beispiel die Sättigung und die Helligkeit. So. Und Blau- und Rotgamma. Das gleiche ungefähr hier mit der Entfernung. So. Hier können wir noch die Farbe noch ein bisschen justieren. So ungefähr. Dann erstellen wir eine neue Ebene. Und zwar eine Einstellungsebene. Gehen hier auf Farbkorrektur und gehen hier auf Kurven. Gehen wieder auf Effekte, Farbkorrektur, Belichtung und passen die Belichtung noch ein bisschen an. Gehen hier nochmal auf Kurven, schalten hier um auf Blau. Passen uns die Kurve noch ein bisschen an. Hier können wir den Effekt ein- und ausschalten. Und ich finde, das wirkt so für die Grundeinstellung schon mal ganz gut. Und das waren jetzt wenige Klicks und die Szene ist schon einigermaßen gut konvertiert. Das würde mit, sage ich mal, anderen Tools wesentlich länger dauern, weil wir einfach mit dem Plugin von Ignite Express, sage ich mal, ziemlich schnell die verschiedenen Bereiche gut einstellen können. Deswegen sehr empfehlenswert und damit es noch richtig nach Nacht aussieht, bedarf es noch einiger Effekte, wie zum Beispiel, dass wir Mond und Sterne einbauen, die Reflexion im Wasser von Mond noch hinzufügen und dann wirkt das Ganze schon viel realistischer. Aber es wirkt jetzt schon nicht mehr aus wie tagsüber aufgenommen. Damit wir
Mond und Sterne und Reflexionen mit der Bewegung der Kamera gut matchen können, müssen wir ein Kameratracking machen. Dazu duplizieren wir unsere Ursprungsszene, indem wir Strong D drücken und löschen von unserer neu erstellten Szene das Day for Night Plugin und schieben es über die Einstellungsebene. Dann gehen wir auf die rechte Seite zum Tracker, klicken hier auf, erstellen wir noch bei Ebene neu ein Nullobjekt. Das brauchen wir, um die Tracking-Daten zu exportieren, um sie nachher gut verlinken zu können mit den anderen Bildebenen. Okay, wir klicken wieder unser Original-Footage an und gehen auf Bewegung verfolgen. Da wir bei der Kameraführung nur leichte Wackler haben und kein Vor- und Zurück und kein Zoom, brauchen wir auch kein Skalieren. Das heißt, wir klicken hier nur Position und Drehen an, gehen ganz an den Anfang und setzen unsere zwei Tracking-Punkte. Ich gehe zum einen mal hier hin, das ist ein relativ markanter Punkt, den man gut tracken kann. Und den anderen setzen wir hier rein. So ungefähr. Wichtig beim Setzen der Tracking-Punkte ist, dass man einen relativ markanten Punkt markiert und wir wollen, sage ich mal, die ganze Bewegung einigermaßen tracken. Deswegen versuchen wir es möglichst mittig zu halten, also dass wir den Tracking-Punkt von der Mitte ausgehend verfolgen und nicht irgendwo hier an der Seite oder hier an der Seite, sondern dass wir ungefähr die mittige Kamerabewegung haben. Wenn wir jetzt eher hier im rechten Bereich etwas tracken wollen würden, damit wir nachher nur hier etwas verändern können, würde es reichen, wenn wir hier irgendwo unsere zwei Tracking Points setzen. Da wir aber hier überall am Himmel was verändern wollen und hier am Wasser, brauchen wir eigentlich so ziemlich die ganze Fläche. Deswegen ist es am besten, wenn wir das so tracken, dass alle Bereiche einigermaßen gleich weg von der Tracking Stelle sind, damit es besser passt. Okay, dann lassen wir das einfach mal laufen. Wir gehen hier auf Vorwärts analysieren. Das kann je nach Rechenleistung und System und Footage-Auflösung und Qualität natürlich dementsprechend lange dauern. Ich habe einen recht leistungsstarken Rechner, deswegen dauert das bei mir nicht lange und wir warten einfach mal kurz. Wir sind nämlich schon halb durch. So, das war's schon. Wir schauen mal, ob es irgendwelche komischen Sprünge gibt, aber das sah schon ganz gut aus beim Tracking. Gut, dann gehen wir hier auf Ziel bearbeiten, wählen unsere Nullebene aus, die wir vorher erzeugt haben und drücken OK. Anschließend müssen wir die Daten noch anwenden. Okay, jetzt haben wir unser Nullobjekt und sehen, wie die Bewegung von der Kamera übertragen wird. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Damit können wir die duplizierte Original-Footage-Spur wieder löschen, da wir sie nicht mehr brauchen, entfernen. Wir erstellen jetzt unseren Sternenhimmel. Dazu gehen wir auf Ebene, Neu, Farbfläche. Ich habe jetzt hier schon 2500 x 1600 an Größe eingegeben. Oder schon drin, das brauchen wir auch, damit unser Sternenhimmel einfach größer ist wie unser Videoausschnitt, damit von der Bewegung von der Kamera nachher nicht irgendwelche Ränder entstehen, sondern wir einfach ein bisschen Platz drumherum haben. Farbe schwarz ist okay und nennen das Sterne.
Okay. Dann gehen wir auf Effekte und Vorgaben und geben hier CC Ball ein und dann kriegen wir hier CC Ball Action und klicken das doppelt an. So. Wir gehen dann hier auf den Scatter und erhöhen den. Stellen hier unten bei Grid Size das auf 2 und hier auf Ball Size auf 20. Okay. Danach gehen wir auf Ebene, auf Effekte, Farbkorrektur, Kurven und ziehen die Punkte von oben nach unten und von unten nach oben. Danach gehen wir hier zu unserem Ball Action wieder auf Scatter und erhöhen den noch ein ganzes Stück und setzen hier das Grid Spacing auf 1,5. Okay, dann auf 1. Ne, lassen wir es auf 2 und gehen mit der Ball Size auf 10. Und mit dem Scatter ein ganzes Stück zurück. Ja, so ungefähr. Und die Sterne verbinden wir jetzt hier. Falls ihr das nicht sehen könnt, könnt ihr hier unten umschalten. Verbinden wir das hier mit unserem Nullobjekt. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Sterne sich mit der Kamera mitbewegen. Jetzt müssen wir noch eine Maske erstellen, damit die Sterne, sage ich mal, nur am Himmel und nur hinter den Wolken sichtbar sind, aber nicht vor den Wolken. Dazu gehen wir zu unserer Day-Night Original Footage-Spur und duplizieren die mit strg-d und löschen dort den Day-for-Night-Effekt, entfernen. Und schieben das über die Effekteinstellung. Gehen hier auf Effekte, Farbkorrektur, Colorama, auch ein sehr nützliches Built-in-Plugin von After Effects. Gehen hier auf Ausgabezyklus, Vorgabe Farbtabelle, klicken wir an und ändern es auf Grauskala. Und dann müssen wir die Regler hier so verschieben, dass nur noch der Himmel weiß bleibt. So ungefähr. Hier haben wir jetzt die Reflexion vom Wasser so noch gut drin. Der Himmel ist relativ weiß und die Wolken sind schön schwarz. Das heißt, es könnte relativ gut funktionieren. Das probieren wir jetzt noch gleich. Schalten bei der Spur das Auge aus, schieben sie über unsere Sternenspur und klicken unsere Sternenspur an. Gehen hier auf bewegte Maske, falls nicht vorhanden, hier umschalten.
bewegte Maske und klicken hier auf Luma Maske Day bla bla bla. Okay, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Die Sterne sind alle hinter den Wolken, keine vor den Wolken, nur an den leicht transparenten Stellen, das ist aber in Ordnung. Und verschwinden hier vorne, wo es heller wird, das ist perfekt. Nur was wir nicht brauchen, ist, sage ich mal, die Sterne hier im Wasser. Da müssen wir nachhelfen, und zwar klicken wir hier unsere Maske an, machen sie sichtbar und holen unseren Zeichen-Tool und machen uns hier so einen Strich durch. Drücken auf M und auf Umkehren. Somit haben wir bei der Maske jetzt das unten weggeschnitten. Das Problem ist, das Video bewegt sich etwas. Das heißt, wir müssen hier unseren Maskenpfad aktivieren und den die Maske eventuell ein bisschen nachjustieren. Bisher ist noch gut so. Das passt auch noch. Runter. Okay, kann man so lassen. Dann machen Sie hier wieder unsichtbar und jetzt haben wir keine Reflexion im Wasser mehr für unsere Sterne. Dann haben wir schon mal unsere Sterne drin. Jetzt brauchen wir noch einen Mond, den lade ich noch schnell, importieren, Datei, so, machen ihn ein ganzes Stück kleiner, mit Shift erhält man die Proportion. So. Dann wollen wir hier den schwarzen Rand weg haben. Dazu gehen wir auf klicken den Mond an, gehen auf Effekte. Da gibt es auch ein gutes Plugin von Ignite Express. Das benutzen wir jetzt auch, und zwar hier bei Keying, und nehmen da Demalt. So, schwarz ist ausgekeyt, perfekt, das sieht wunderbar aus, muss man nichts mehr machen. Auch ein sehr nützliches Plugin. So. Dann duplizieren wir hier unsere Maske von unserem Himmel, STRG-B, legen sie über unseren Mond und klicken hier bei Mond auch Luma Mate an. So, jetzt liegt die Wolke auch vor dem Mond und wir können uns ihn so hinschieben, wie wir es gerne haben wollen. So zum Beispiel. Danach duplizieren wir diese Spuren, indem wir sie markieren, STRG und D drücken und klicken hier jetzt unseren Mond an, gehen auf Effekte, Weich- und Scharfzeichner, feldschnell weichzeichnen. Den habe ich jetzt auf die 540 ungefähr erhöht und der sorgt dafür, dass wir so einen Schein haben drumherum. Das sieht so auch wieder ganz gut aus, können wir gleich direkt so lassen. Jetzt nehmen wir nochmal den ersten Mond, den wir hinzugefügt haben, und duplizieren auch diesen nochmal mit STRG-D und ziehen den hier runter und über allem drüber. So, dann bekommt der auch noch mal den Effekt
Weich- und Scharfzeichner, feldschnell weichzeichnen. So ungefähr. Und wir duplizieren wieder unsere Maske STRG-D, ziehen die über den letzterstellten Mond, also über alles, machen sie sichtbar. Dann drücken wir auf, wir machen hier unsere Masken sichtbar, drücken hier auf M und machen den Haken für Umkehren raus. Dann haben wir unsere Maske für das Wasser. Machen die Sichtbarkeit wieder aus, Maskenanzeigen aus und gehen hier auf Mond. Ah, ist sogar schon eingestellt. Luma Mate. Und schon haben wir die Reflexion im Wasser. Was noch fehlt, ist, dass dieser Mond auch mit der Nullebene verbunden ist, damit er sich bewegt. Und die müssen wir alle Mondebenen müssen wir mit der Nullebene verbinden, damit sie vom Tracking berücksichtigt wird oder das Tracking darauf angewendet wird. So, jetzt haben wir alle. Und unsere Sequenz ist eigentlich schon fertig. Wir könnten jetzt natürlich noch eine neue Ebene erstellen. Ebene neu. Einstellungsebene. Und hier nochmal die letzten Farbkorrekturen vornehmen. Zum Beispiel ein Color Grading Tool verwenden. Ich arbeite gern mit Magic Bullet Colorista. Und da können wir zum Beispiel noch ein bisschen an den Feinheiten experimentieren. An den Farben von den Highlights oder die Mitteltöne noch mal gesondert einstellen. So, wenn ihr so leichte Abstufungen drin habt, dann könnt ihr die ein bisschen dezimieren. Hier zum Beispiel sieht man sie gut, so leichte Streifen, indem ihr bei eurem Projekt hier unten von 8-Bit auf 16-Bit wechselt. So, viel feinere Abstufungen, sieht um einiges besser aus, kostet allerdings auch Rechenleistung und würde ich das ja halt erst immer zum Schluss machen. Und wir könnten dann noch in der Effektebene noch ein paar Kleinigkeiten justieren, zum Beispiel Effekte, Farbkorrektur, Kurven, bisschen mehr Kontrast reinbringen, wenn man das will. Ja, und das war es eigentlich. Relativ schnelle Geschichte mit dem Ignite Express Plugin Day for Night. Und man kann das natürlich auch anders machen. Ich kann euch das auch mal zeigen. Ich schalte es aus. Das ist unser Original-Footage. Jetzt benutzen wir mal die Onboard-Möglichkeiten, zum Beispiel mit den Kurven, kann man das Ganze auch konvertieren. Ist allerdings nicht ganz so leicht, dauert länger, muss sich schon mehr Mühe geben,
um das Ergebnis zu bekommen, was man will. Und man bearbeitet hier jetzt das ganze Bild gleichermaßen. Ist halt lange nicht so komfortabel wie mit dem Plugin. Dazu benutzen wir jetzt hier noch Farbkorrektur Belichtung. Effekte, Farbkorrektur, Einfärben. Ja, und dann kann man natürlich so das auch einstellen. Ich bin allerdings begeistert von dem Day for Night Plugin, weil man damit einfach schnell und effektiv gute Ergebnisse hinbekommt. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.